Hallo liebe Fans, ich bin's, der FlashTiger.cd, heute mit einem Live-Commentary hier auf dem Halo-Cluster, dem deutschen Halo-Community-Kanal. Und hier mit dem besten Kommentator, deutschen Kommentator und dem besten Editor. Und natürlich habe ich auch Gäste dabei. Nein, einmal habe ich den Benny und den Dakiner dabei. Den Dakiner von Dakiner Gaming, genau. Genau, und den Benny von Benny. Und ich bin hier der FlashTiger.cd von FlashTiger.cd. Und wir spielen hier einfach mal Halo 2 Anniversary Live Action Power. Ja, und du musst sagen, dass es Ranked ist und dass es total um alles geht jetzt. Oh, ja? Okay. Also ist echt kein Spaß hier. Und vor allen Dingen ist Dakiner einfach mal im Gegnerteam. Genauso wie, nee, ihr seid oh mein Gott. Du bist im Gegner, oder? Ja, Mann, du armer Leuchte. Tut mir leid, Jungs, ich mache euch echt nur ungern fertig, aber... Ach, ist das so? Okay. Das ist... Oh, da ist jemand fast schon Rage von mir. Ah, den ersten Kill hier schon mit der Shotgun. Scheiße. Bam! Ja, du hast einen Vorteil, du spielst aktiv im Clan, Benny. Ne? Wir müssen uns jetzt richtig anstrengen, da keiner. Wir so. Ach so. Ja, wir sind voll die Randoms oder so. Ich bin Editor, ich muss nicht gut sein. Richtig eingebildet. Ja, die Leute sagen, ich war angeblich eingebildet. Ihr quatscht einer die ganze Zeit einen Reis bei mir im Team, ey. Ich verstehe euch kaum. Irgend so ein Ami, der nuschelt hier voll in sein Headset. Was ist eigentlich mit denen los, ey? Hm. Ja, Wendy, komm, hier, erzähl mal von deinem Halo-Clan, Halo-Team. Was, von meinem Halo-Channel? Ja, nee, der Tiger sagt doch, du hast irgendwie ein Halo-Team oder so. Ein Halo-Team? Oder Halo-Clan? Oder war es gerade nur ein... Ja, na, das ist so. Wir hatten uns auf ein Team geeinigt im Clan. Und ja, vor einer Woche ungefähr sind ungefähr so alle drei, also es sind drei von vier Leuten, ich bin der vierte, ja, auf einmal aus Clan ausgetreten. Weil, keine Ahnung, die sich so für sich irgendwelche Absprachen getroffen haben. So richtig geil. Also... Ich habe zurzeit kein richtiges Team. Aber ich habe zurzeit gar keine Zeit für Competitive irgendwie. Ganz zu schweigen davon, dass die Ranglisten ja einfach mal noch nicht richtig funktionieren. Ey, ich muss den jetzt stumm schalten. Was ist das? Klappe, das Klappe. Ist Teamplay. Oh Mann, ey. Haben die aufgehört wegen der Master Chief Collection, weil das momentan nicht so gerade läuft? Nee, die... Keine Ahnung, denen ging es irgendwie zu langsam. Also die hatten den Eindruck, dass ich mich nicht drum kümmern würde, dass das irgendwie wieder ins Laufen kommt. Also okay, im Competitive Team, aber derweil ging ja hier einfach gar nichts. Die Server ging ja zum Teil einfach mal gar nicht. Und ja, da brauche ich kein Competitive spielen, wenn ja nichts funktioniert. Brauche ich auch nicht auf Ranked großartig spielen, weil. Mir geht mir genauso, weil du kannst dein Ranked, deinen Rang kannst ja boosten, indem du einfach irgendwie deinen Stecker ziehst. Und du wirst, also halt in den ersten zwei Wochen, da wurdest du irgendwie jeden zweiten Tag oder so, wurdest du einfach wieder gederankt, ja, wieder auf Null. Kann ja. Ich gut verstehen, ja, also. Jetzt geht's einigermaßen, aber ich weiß nicht, also ich glaube vor zwei, drei Tagen, da wurde ich ja wieder irgendwie runtergesetzt, wo ein Patch kam. Oder vielleicht habe ich einfach nur schlecht gespielt, keine Ahnung. Ja, die Bestrafung ist auch sehr hart, ne? Ich bin mal angequittet, weil ich nur einen Gegner hatte. War irgendwie erst auch nur Rang 9, weil dann wurde ich irgendwie auf Rang 3 gesetzt, nur weil ich einmal gequittet bin. Also die Bestrafung ist schon härter. Ja, also ich zum Beispiel, ich dachte, gut, wenn man zwei, drei Mal quittet, dann wird man aber nicht so stark runtergesetzt. Ich war, ich glaube, 16, 15 oder so vom Rank her und ich wurde komplett auf 1 runtergesetzt, ja? Wo ich halt einfach mal so testweise mehrmals gequittet bin. Oh ja, das kommt mir bekannt vor. Ich war 12 und dann war ich auch mit einem Spiel, das haben wir zwar verloren, ja, aber ich habe mein ganzes Team übelst durchgecarried, hatte eigentlich eine richtig geile KD, alles fresh, wir haben bloß das Spiel halt verloren und dann einfach mal von 12 auf 1, da dachte ich mir auch, danke 343, echt spitze, können wir mal einen stillen Applaus geben? Ja, in Halo geht es ja auch, dass man gewinnt und nicht um die KD, ne? Ja, naja, bei Halo 2 geht es halt darum, dass dein Team gewinnt. Dann steigt ihr halt auf oder ab oder was. Aber schon natürlich heftig, das ist. Ich dachte eigentlich ehrlich gesagt, bei Halo 2 damals hat die KD noch ein bisschen mit reingespielt. Also nicht hauptsächlich jetzt, aber dass die schon mit reingespielt hat,
und wie schnell man steigt. Aber das scheint ja hier gar nicht so zu sein. Nee, mir wurde gesagt, von Leuten, die halt schon Halo 2 Multiplayer damals gezockt haben, dass ganz alleine der Sieg hat gezählt vom Team. Ob ihr alle Minus gegangen seid oder so, das war egal. Und dann seid ihr halt auch aufgestiegen. Ach so, okay. Na, ich kannte das, da gab's für Halo 2 gab's mal so ein, ja, so ein Lösungsbuch oder so. Und da war das mal so aufgeschlüsselt drin, wie das Matchmaking, also dieses Ranglistensystem funktionieren soll. Und ich dachte, da war es so, dass der Sieg zählt auf jeden Fall. Aber dann wurde auch noch gerechnet, wie gut die einzelnen, also wie gut du abgeschnitten hast im Vergleich zu anderen Spielern. Dass du zum Beispiel mehr Chance auf den Aufstieg kommen hast, wenn du zum Beispiel viele hochgradige Spieler abgezogen hast. Und eher weniger schnell gestiegen bist, wenn du gegen irgendwelche Randoms mit niedrigem Level gespielt hast. Mhm. Aber das kann sich natürlich jetzt auch geändert haben, oder ich habe das einfach nur falsch in Erinnerung. Ja, aber das ist auch schon länger her. Oh Mann, ey. Flashy, wir sind so schlecht, guck mal, die Gegner. Die gewinnen easy. Ja, ich schäme mich schon für mein Gameplay 50 zu 20. Ja, ja, ich auch, aber... Oh, scheiße, hier falle ich runter. Ja, wir haben ja eh verloren. Stell dir vor, wir gewinnen jetzt noch, ne? Ja, genau. Ja. Wie letztes Mal. Oh. Mann. Krass, Runde, Jungs. Das hat sich richtig gelohnt. Ja, ja, klar. Erstmal hat der Server nicht gewusst, dass wir zusammengesucht haben. Zweitens irgendwie ungleiche Teams. Also ich muss schon sagen, Hut ab für 3-4-3. 4 GB Patch und dann läuft's immer auch nicht, ja? Ja, genau. Aber wir bleiben ja am Ball. Das ist ja, was zählt. Hoffentlich. Ihr bleibt doch, oder? Ihr bleibt doch bei Edo. Naja, meinst du das allgemein? Ja, ja. Also achso, also ich habe beschlossen, dass ich bis Ende Januar warte, bis ich halt komplett die 3 Wochen von der Halo 5 Beta ja, getestet habe. Und wenn ich da sehe, dass nicht mal die Beta die haut hin, dann, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich da mache. Weil ich habe schon echt bereut, dass ich mir die One geholt habe. Also jetzt momentan, ja. Weil, keine Ahnung, von der Master Chief Collection, da bin ich gerade nicht so begeistert. Vor allem der Kinomodus, ja, ich bin hier so... Ich bin ja meistens ja nur im Kinomodus, ja. Und das geht ja nicht, ja. Also ich bin momentan hier keine Ahnung, ohne Job, nicht Spaß. Ja, nee, aber es ist nee, wirklich, also für mich ist es halt momentan, ja, mega langweilig. An dieser Stelle können wir ja mal ein großes Stellenausschreiben machen. Ja, ja. Nee, ich habe momentan schon meine Projekte, also. Nee, aber ja, ich wäre schon. Ich meine, dieses ganze Gesamtpaket ist ja einfach nur richtig geil. Ich habe bis jetzt auch, bis auf Halo 4 habe ich jetzt nochmal jede Kampagne auf Legendär durchgezockt. Richtig fett. Gerade Halo 2 sieht halt richtig geil aus, ne? Braucht man nie reden. Aber das Online hier einfach nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Leute, die ganze Zeit unten rechts, ja? Da kam ja das irgendwas mit Host. Dann müssen wir die MCC neu starten. Okay, und damit machen wir kurz einen kleinen Schnitt hier in dieses Video. Wir sind gleich wieder da. Und wir sind zurück, genau, hier, nachdem die beiden... Nachdem wir tausendmal die MCC neu gestartet haben, können wir weiterspielen. Auf Sane. Rocket. Habe ich richtig gesehen, wir sind in einem Team? Echt jetzt? Ja. Oh mein Gott, das glaube ich gar nicht. Oh, Ring One. Ah, verdammt. Oh. Wo denn? Ja, bei Ian Rocks. Unser Court hat einen Sniper. Unser P-Street. Ah, die haben Rocket, aber Base. Da irgendwo. So. Rocket auf Rocket. Down. Jo. Hast Rocket, Benny? Jo. Alles klar. Ja, unsere Teamtaktik, also jetzt hat hier anfangs war gar nicht so einleuchtend. Ne? Oh nein, Rocket liegt noch bottom mit. Oh nein, der hat die. Einschuss Rocket hat er und versetzt. Oh, sag mal, leckt das bei euch auch so? Ja, es ist. Ja. Scheiße. Ich würde jetzt gerne sagen, dass es leckt, aber es leckt nicht bei mir. Wahrscheinlich hostest du das Spiel. Nee, keine Ahnung, also. Seit die Dedicated Server abgeschafft haben, findet einiges schlecht geworden. Okay, man findet Spiele, ja, was man davor nicht getan hat. Oder nur ganz selten, aber. Naja.
Wirklich verbessert hat sich ja die Lage nicht. Ja, genau. Ich habe Hoffnung. Ich vermisse versprochenen Dedicated Server. Leute, hey, hört mal zu. Ich schieße auf den Gegner. Ich gebe ihm 3 BA-Schüsse in seinen Kopf, ja. Denke ich mir so, okay, noch ein Schuss, dann ist er tot, ja. Was passiert? Automatisch, ohne dass ich irgendwas gedrückt habe, hat sich meine Waffe gewechselt, ja. Das ist ja, so, gerade bei mir auch jetzt. Ja. Oh Mann. Oh Mann, ey. Vor allem diese Geschütze hier auf Sanctuary, die sind eigentlich mega OP, also richtig überpowered. Das merken die Leute gar nicht, ja. Mit denen kriegst du die Leute so schnell down. Carbine! Vor allem bei Objective Games. Du. Ist down. So, ich muss mal gewinnen, damit wir hier kein schlechtes Bild aufs Cluster werfen. Ja. Oh Mann, ey. Hey, haben alle schon 3 Kills. Mhm. Nicht schlecht. Und 10 Tode. Oder irgendwie. Ja, wenn's reicht. Ach Gott, ich bin so schlecht. Die machen ein richtig gutes Teamplay, die Gegner, ja. Nicht so wie wir. Ich glaube, die spielen nicht mal zusammen in der Party oder so. Ich weiß nicht, also so die letzten Tage auf Shrine, das ist furchtbar. Ich kann hier kein Spiel mehr gewinnen. Ich auch nicht. Das ist ich weiß auch nicht, woran es liegt. Die Map ist ja eigentlich ziemlich dick. Aber ich krieg ja keinen Sieg mehr auf die Reihe. Mhm. Ich auch nicht, das liegt aber nicht an der Map. Was sagt ihr eigentlich zu diesem, dass das Shrine hier, also halt Sanctuary, komplett unter Wasser steht? Ja, hier ist ja überall Wasser. Also mich irritiert es schon ein bisschen. Weil, naja. Was irritiert dich? Wasser? Das war Wasser. Ja. Da ist zu viel Wasser überall, zu viel Animation. So, naja. Das finde ich eigentlich, das stört mich eigentlich jetzt weniger, muss ich sagen. Aber es ist gut, dass es hier ein 30 FPS, in 60 FPS, weil mit 30, ich glaube, das wäre dann halt echt störend für manche. Ja, wahrscheinlich. Oh, ich habe letztes Mal Halo 4 gespielt in 60 FPS. Oh, das war so cool. Mhm. Ja, keine Ahnung, du warst, glaube ich, dabei, ne? Oder? Ja, ich habe. Oh, das war so cool. Oh, Rocket und so Rocks. Nee, wirklich, also Halo 4 sieht in MCC super aus. Also ich finde, das sieht sogar noch besser aus als die, also als Halo 2 Anniversary Multiplayer. Meinst du? Ja, zumindest auf manchen Maps, die Lichteinbrüche, die sehen einfach nochmal tausendmal besser aus. Ich muss sagen, ich habe hier noch kein Halo 4 gezockt. Also ich habe die Kampagne, habe ich mal ganz kurz ein bisschen, aber ansonsten, gerade Multiplayer-technisch, habe ich das noch gar nicht. Zur Kampagne habe ich mir auch noch keine eigene Meinung gebildet, aber IGN, hier die Newsgötter von Halo, die haben ja gemeint, das wäre am besten, also das wäre sehr aus wie Next Gen. Ja, hey, also ich finde, hätten sie das als, wie ist mal, Launch-Titel für die One gebracht damals, oder hätten halt noch ein Jahr gewartet, bis sie halt wirklich das Ranking-System auch irgendwie gestellt hätten, also da wäre es schon echt erfolgreich gewesen, ja, nicht wie, ja. Ja, das stimmt. Also, Halo als Launch-Titel wäre gut gewesen. Dass 95% der Leute, die MCC gekauft haben, noch nicht ein einziges Mal Halo 4 gespielt haben, weil sie einfach halt, ja, mit diesem Gewissen, dass Halo 4 damals schlecht war, ja, nicht leben können. Hm? Ja, weil die halt keine Ahnung dann haben von den ganzen älteren Spielen. Ja, weil sie sagen, ja, damals Halo 4 war scheiße, warum soll es jetzt besser werden? Ja. Ja. So. Diese 60 FPS in 1080p in Halo 4 vor allem, ja, das macht halt richtig viel einfach mal aus. Nein! Gott, ich bin so schlecht. Oh, Lydia Dagner! Das Thema, was momentan auch kritisch ist, ist ja auch Halo 5 Beta, beziehungsweise Halo 5 Multiplayer, was sie da geändert haben. Das finden ja alle, einmal finde ich persönlich das sehr gut, das sieht sehr frisch aus, aber viele finden das ja auch eher... Das weicht zu sehr von Halo ab, also... ist meine Meinung dazu. Hm? Das, ja, keine Ahnung. Aber inwiefern meinst du das? Ich weiß auch nicht. Also erstmal dieses, ja, Smart Scoping, ja. Das ist ja eben, glaube ich, dauerhaft eingebaut. Das ist erstmal, das gehört einfach nicht in Halo rein, ja. Halo war halt schon immer mit No-Scope, so No-Scope-Spray wie halt, ja, Counter-Strike, ja. Weiß ich was für Games. Aber das ist ja noch möglich, man kann ja noch aus der Hüfte schießen und man wird ja auch in die
Ja, schon, aber zum Beispiel mit der AR, wenn du in den Smart Scope gehst, dann kannst du den Gegner auf eine richtig entfernte Distanz halt mal töten. Aber Flashy, wir waren besser als letztes Mal. Ich glaube, letztes Mal hatten wir. Beim letzten Game hatten wir, glaube ich, mit 20 Kills oder so. Wir steigern uns. Doch. Ja, wir gehen auf jeden Fall richtig gut ab. Ja, ey, wir können auch. Ja, ich weiß nicht. Wir können ja ein Big Team Battle spielen. Das ist mega witzig. Wollen wir da mal suchen? Dann machen wir jetzt wieder einen Cut und dann suchen wir ein Big Team Battle Ding. Genau. Und währenddessen unterhalten wir uns über, keine Ahnung. Das haben wir über die Zuschauer. Genau, ja, auf jeden Zuschauer. Und auf Wiedersehen. Cut. Wir sehen uns gleich in Big Team Metal. Das hört sich an wie wieder eine Radiomoderation, ne? Wir sehen uns gleich nach den. Ja, nach der Reklame. Big Team Battle. Oh na, also. Massacre des Quantre FB. So, hallo Leute, mein Name ist Markus Schröder und mir wurde gerade von einem Zuschauer gemeldet, dass auf der A7 ein sehr langer Stau ist. Und wir haben noch eine Blitzerwarnung vom Thomas. Danke. Fuck. Genau, wir mussten nämlich gerade die MCC neu starten und deswegen ist jetzt die Grafik ein bisschen schlechter geworden. Genau.